Und herzlich willkommen zum mittlerweile siebten Part vom Wind Waker Randomizer. Letztes Mal haben wir glücklicherweise zum Schluss noch den Grappling Hook gefunden. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, was wir damit anfangen können. Ich werde es einfach so weitermachen wie im letzten Part gesagt. Wir werden jetzt einfach Windfall, nicht Präludien, Portmanteau war das. Spectacle. Ja, wir werden einfach nach links weiter durchfahren. Gucken, ob wir da was bekommen. Weil ich keine Ahnung habe, was wir sonst machen wollen. Oder was wir, also ich weiß nicht, was wir gezielt noch machen könnten. So, ich habe bei den Spots nicht mehr viel im Kopf. Ich glaube, in Portemonnaie gibt es mittlerweile auch nichts Neues. Höchstens mit den Pfeilen. Also oben beim Rad da. Aber da gucken wir später hin. So, Spectacle ist jetzt welches? Scheinbar das direkt vor uns. Wir sehen, dass da rechts oben waren wir da schon. Ah ja, das ist Northern Ferry. Genau, da waren wir in dem Part, wo Death dabei war. Das da vorne sieht nochmal nach. Ist das eine kleine Insel? Moment. Ja, das ist Spectacle. Okay. Bis wir da ankommen, mache ich mir noch schnell einen energetischen Energy Drink auf. So, auf ganz entspannter Basis. Hier waren wir auch schon. Hier ist nur ein Minigame, bringt uns nichts. Mal der Entscheid bringt nur was, wenn man sich reinportet. Haben wir auch schon. Vor Iree. Brauchen wir leider das Deko-Blatt für, um die Kisten abzuholen. Western Ferry Island waren wir, glaube ich, noch nicht. Das heißt, wir fahren jetzt direkt links. Links ein Stück und dann nach unten. Da links ist ein Tower. Also so eine Plattform, wie ich es im letzten Part, so eine Plattform, wie ich es im letzten Part leidenschaftlich genannt habe. Und ich glaube, ich werde auch einfach bei dem Namen bleiben. Weil keine Ahnung, wie soll ich sonst nennen? Das ist eine Plattform, okay. Gibt's nicht mal Zweifel dran. So, ich fühle mich etwas mehr komfortabel mit der Steuerung heute, was nicht heißt, dass ich mich super komfortabel fühle, aber etwas. Wenn wir hier noch was mitnehmen könnten, wäre das natürlich absolut sick, denn es könnte das Dekoblatt sein. Und das Dekoblatt würde einige unserer Probleme lösen. Aber wir müssen die gar nicht verkillen. Was haben wir hier? Treasure Chart, ja, okay. Dafür, dass es so einfach war, ist das auch gerechtfertigt. Ich werde die trotzdem mal noch schnell killen. Mal gucken, ob wir noch was kriegen. Ja, ansonsten ist hier aber nichts weiter. Alles klar. So, wir müssen weiter nach links ein Stück. Hier einfach nur? Nee, Moment. Nach hinten jetzt. Ach, da. Okay. Ich glaube, Western ist dann das letzte, wo. Ah, das war das mit dem Feuer, sehe ich schon, ne? Ist das Feuer mit dem Hammer lösbar oder braucht man dafür was anderes? Ich meine mich zu erinnern, dass man das mit dem Hammer machen konnte. Übrigens, sorry, falls man mir das ein bisschen anmerkt, ich bin etwas kränklich. Hatte ich auch in der Insta-Story den Tag schon erwähnt. Ich möchte aber. Ja, ist mit dem Hammer lösbar. Sehr schön. Ich möchte aber sehr gern mit Runebreaker trotzdem vorankommen, deswegen. Ne? Ich tue mir das extra für euch an. Dementsprechend verzeiht es mir, wenn ich ab und zu vom Energy sippe, wenn ihr das hört, aber es ist sehr praktisch, einen angefeuchteten Hals zu haben, wenn man reden muss. Und sehr stark an Husten leidet, so viel kann ich euch sagen. Ja. Gönn was Cooles. Also ich glaube, bis jetzt ist unsere Ausbeute bei den Fairies mäßig. Und damit ist sie schlecht geworden. Wir hatten einmal, glaube ich, eine Tingle-Statue, einmal 5 Rubine, einmal eine Treasure Chart und einmal die Bomben. Die Bomben sind natürlich absolut sick. Aber der Rest. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Fee können wir immer noch nicht mitnehmen, weil wir keine Flasche haben. Das ist ziemlich bescheiden.
Aber mit jedem Spot, den wir abklappern, wird es wahrscheinlicher, dass wir ein gutes Item finden. Das heißt, auch wenn wir keinen Fortschritt machen, machen wir Fortschritt, wenn ihr versteht, was ich meine. Free Eye. Rockspire? Was war Rockspire? Moment. Moment, komm, hier kommen wir mit den Bomben weiter, ne? Waren wir hier wirklich so lange nicht mehr? Krass. Okay. Das heißt, hier könnte es theoretisch was zu holen geben. Moment, lasst mich die Bomben ausrüsten. Weil eigentlich müssen wir nur die Felsen wegspringen und dann. Ah, es kann auch sein, dass wir das Dekoblatt brauchen. Oder schafft man das mit normalen Sprüngen? Ich habe auch wirklich ein Talent dafür, mich wegzuspringen. You wanna see me do it again? Ich habe doch keine Ahnung, was das Timing dafür ist. Och Mann. Jetzt langsam, oder? Ah, das schaffen wir nicht mit. Das schaffen wir mit normalen Sprüngen. Okay. Komm. Ja, sehr schön. Sehr schön. Nein. So, also wenn es einfach schnell blinkt, dann werfen. Ja, genau. So, jetzt war hier drunter noch was. Ach stimmt, man konnte ja in dem Teil keine Bomben hinlegen, warum auch immer. Ich habe auch wirklich ein Talent dafür, mich wegzuspringen. Au. Ich wollte sie gerade werfen. Aber dann wollte ich nochmal den Winkel überkorrigieren, in dem ich stand. Deswegen habe ich sie einfach nur in meiner Hand explodieren lassen. Und da unten ist gar nichts. Oh, ein Swanny. Da wir E-Rubino brauchen, nehme ich den mit. Nein! Oh! Puh. Ja, nö, wir brauchen eh noch Rubine für den Premium-Terry. Deswegen. Pfeile haben wir, glaube ich, voll. Dann war das erstaunlich sinnfrei, den da unten wegzuspringen. Ich dachte, da wäre noch irgendwie so ein Eingang ähnlich wie bei Pawprint, wo man da nochmal rein kann, aber da lag ich wohl falsch. Lastet mich auch ein bisschen, dass wir alle Fairies jetzt schon weg haben und da nicht so viel bei rumgekommen ist. Also die Bomben sind super hilfreich, verstehe mich nicht falsch, aber ein Dekoblatt wäre noch hilfreicher gewesen. Gott, was ist das denn hier? Ach, Moment. Ich wollte gerade schon, mein Kopf ist gerade schon wieder in die Richtung gegangen. Oh. Werde hier bestimmt Pfeile benutzen müssen, aber ich habe ja extra einen Krug mit Holz dort stehen. An den Raum erinnere ich mich noch. Ja, doch. Wisst ihr, was das Gute ist? Wir haben Hammer. Oh, sie können den Hammer outpacen. Oh nein. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein. Ist das etwa wieder Zeit für Dings, Undertale-Musik. Boah, die habe ich. Alter, die stand hinter mir. Au. Oh, der Hammer ist so super. Ich liebe den Hammer. Ich wüsste, dass das meine Main-Waffe in dem Game ist. Alter. Warte, wie viel kommen da noch? Oh nein, was habe ich gemacht? Cool. Ich bin auch so auf Y gekommen. Ich wollte gerade schon sagen, hey, ich habe doch gar nichts in der Flasche, aber der macht scheinbar die Animation auch bei dem Segel, wenn du das komplett random rausholen möchtest. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe voller Herzen, ich brauche das da nicht mehr schnell. Wo ist denn die letzte? Ich will es mir doch jetzt nicht sagen, dass die letzte sich versteckt. Wie soll ich das denn mit dem Bogen aimen? Also er schießt etwas weiter unten als man. Oh, okay. War's das? Ach, man muss nur von der Plattform runter, dann kommen die, okay. Wieder viel zu viel Kopf gemacht. Als ob das Game so komplex wäre. Oh, die Spawn-Animation sah aber cool aus mit den Flammen daneben. Ja, das war es mir wert. Danke der Nachfrage. Tripos Chart. You only need six more, was?
Man brauchte 8 Triforce-Shards in dem Spiel. Oh Gott. Wir haben noch einen Schlüssel? Nee, das. Ach, das war nur wegen dem Randomizer, genau. Ja, okay. Dann sieht es immer noch nicht so cool aus, dafür, dass wir mittlerweile bei Part 7 sind. Also so ein paar Items haben wir schon. Das ist nicht der schlechteste Progress, den man haben kann, aber es wäre auch mehr möglich, sage ich mal so. Egal. Wir kommen ja relativ gut voran mit der Strategie, die ich gerade war. Wo geht's als nächstes hin? Wahrscheinlich direkt zu den Towers da oben. Weil das sind eigentlich immer gut verdiente Items. Das ist halt auch schön daran, einfach so von Insel zu Insel zu segeln. Du kriegst die ganzen kleinen Sachen zwischendurch mit. Also diese kleinen Dinge hier, die du im normalen Game nie bräuchtest, außer vielleicht um ein paar Rubine zu holen oder so, die durch den Randomizer halt einfach essentiell wichtig werden, ist für dich sau cool gemacht. Wie am Anfang, ich bin der Meinung, ich habe es am Anfang angesprochen, es ist halt, ich habe den Randomizer so machen wollen, dass es halt möglichst wenig ein Jahr ist. Also ich weiß nicht, ob ich es genauso ausgedrückt habe, ich habe es auf jeden Fall so in die Richtung gesagt und ich finde super, was draus geworden ist. Verdammt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob man nachgucken kann, wie viel man davon hat. Wenn nicht, gehe ich einfach in zwei Parts mal zur Lehrerin auf Portemonnaie und quatsch die mal an. Eigentlich müsste ich auch noch mit den Kindern Verstecken spielen. Stimmt. Ja, da gucke ich dann auch mal, wie man das triggert. Wie, ich mache die schon wieder umsonst. Als ob man hier schon wieder einfach so die Kiste in der... Gott, hier war Schild. This is the legendary shield said to have been used by the hero himself. Das Gute ist, ich dachte gerade, WTF, was soll ich mit einem Schild anfangen? Aber wir hatten ja bis jetzt gar kein Schild. Ich habe endlich ein Schild. Oh mein Gott. Look at him. Stairs Motherfucker Lee. Oh geil, endlich ein Schild, okay. Das ist ziemlich super. Ach, Moment. Ich dachte gerade, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, den Ort muss ich mir auf jeden Fall merken. Keine Sorge, das schreibe ich mir im Schnitt auf, das mache ich nicht jetzt. Aber den Ort auf jeden Fall merken, weil hier brauchen wir das Deko-Blatt, um auf die anderen Türme zu kommen. Mit den Auftrieben hier. Tingle Island wird uns nichts bringen. Wir können mal kurz vorbeigucken, aber ich glaube, mit 3 Statuen kommen wir dann nicht weit. Oh, wie sie dastehen. Unsere 3 wunderschönen Tingle-Statuen. Von denen wir theoretisch nur noch eine brauchen, da es die letzte in der Auktion gibt. Und ja, die könnten wir dann halt instant holen. Das heißt, wir brauchen nur noch einen und bekommen dann hier auf jeden Fall ein Item. Ich dachte zwar nicht, dass wir das machen werden, aber wir tun es scheinbar. Wir machen die dumme Tingle-Quest. Und er gibt uns für jede Statue ein Item, Nena. Nee. Oh doch. Ein Fofi. Okay. Lohnt sich zwar. Warte, das war kein Fofi, waren das 100? Wie viel hat er mir gegeben? Aber das war auch das Einzige, was wir hier dann abhören können. Jo, okay, dann brauchen wir hier alle 5 Statuen. Was ist denn heute los, Leuenkönig? Hast du keinen Bock, oder? Ich sieh mal ein bisschen zusammen mit deiner Rumgenerei hier. North von Triangle Island ist... Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das war für... Oh, Moment. Ich weiß, was wir mit dem Grappling Hook machen können. Na klar. Oh, das ist ja ein Ding. Was in dem Spiel möglich war, das habe ich komplett vergessen.
Was ein Zufall, dass ich genau die geöffnet habe, nachdem ich gesagt habe, ja, lass uns mal zu Tingle fahren. So, das müsste ungefähr hier sein, ne? Ich weiß ja dann nicht, wie genau man das in dem Teil machen muss. Ja, okay, passt. Ich bin mir 99% sicher, dass ich eingestellt habe, dass es hier keine Progress-Items gibt, denn ansonsten werden wir mit dem Spiel nie fertig. Hier dürften nur irgendwie Rubine oder Treasure Shards drin sein. Triforce Charge. You can't read it yourself, so you have to get it deciphered somewhere. Was ist denn Tingle? Okay. Okay, das ist einfach nur für den Anfang. Ah, okay, alles klar, es ist einfach nur ein Joke. Okay, da kann ich noch nichts mit anfangen. Wie komme ich denn jetzt zum anderen? Ach, da komme ich zur anderen Karte zurück. Okay. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, North von Triangle können wir kurz hingehen, aber da wird es nichts geben. Das ist halt einfach nur storyrelevant, um den Turm der Götter aus dem See zu hieven. Aus dem See zu hieven. Aus dem Meer emporsteigen zu lassen, wenn ihr so wollt. Aber das wird für uns erstmal noch irrelevant sein. So, genau, wie ich mir dachte, hier gibt es nichts großartig zu sehen. Das ist nur, damit wir dann später die Perlen in die Statuen legen können. Also von Nairu und wie die anderen Göttinnen hießen. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Fione war es, glaube ich, noch. Da drüben gibt es auch überhaupt nichts mehr, ne? Sieht nicht danach aus, ne. Dann würde ich sagen, auf gut Glück probiere ich einfach mal in den Tornado reinzufahren und den, ich sag mal, Miniboss zu machen. Eastern waren wir ziemlich sicher schon. Fire Mountain. Wenn nicht, ich merke mir einfach Eastern, dass wir da weiter gucken. Aber da waren wir, also ich, wie gesagt, vorhin da waren wir schon bei allen Feenorten. Einfach rein. Wenn mir das die 30 Pfeile kostet, ist mir das so egal. Ja! Ja! Let's go! Gartem. Und von ihm dürften wir jetzt eigentlich ein Item bekommen. That's the heck of an arm you got there. And what an eye, no one's ever been able to spot me in there before now. You obviously have mastery of the air, and now that we've established you're quite the Wind Waker. Aha, das zweite Mal, dass der Name im Spiel gedroppt wird. Let's see if you can handle this. Was? Ach, er bringt mir nur den Song bei. You can now carry more bombs. Now you can bring a maximum of 60 bombs with you wherever you go. Das ist ziemlich random. Oh, sorry, falls ihr das gehört habt. Das ist ziemlich random, selbst für einen Randomizer, aber ich beschwere mich nicht. Sehr schön, größeren Bombback ist okay, vor allem weil die Ressourcen in dem Spiel generell ziemlich streng bemessen sind. So, dann machen wir noch Fire Mountain. Oder wenn wir den hier noch machen. Wir machen den hier noch. Es sei denn, es ist einfach wieder so ein Spot, wo ich einfach nur hoch muss und mir eine Kiste abholen. Na komm, da habe ich den Löwenkönig natürlich jetzt etwas bescheiden geparkt. Aber das kriege ich hin. Oh, es ist so schön, ein Schild zu haben. No joke, ey. Im letzten Part wäre das sehr praktisch gewesen für den einen Raum in dem Boot da, wo ich ziemlich gestruggelt habe. Oh, ich fühle mich so viel smoother. Unglaublich.
Aber noch unglaublicher, wie halten die denn mit dem Schwert aus? Ich meine, wir haben nur das normale Schwert, aber trotzdem. Und? Passiert hier nichts? Waren wir hier schon? Eigentlich nicht, oder? Die sind aber auch alle richtig, die spawnen. Ja. Okay. Dann gibt es hier nichts weiter. Flight Control, Font, Eastern Triangle. Oh, Cyclops Reef kommt mir bekannt. War das das mit dem Boot, was da den Eingang versperrt? Okay, folgendermaßen. Ich guck mal beim Tower of Gods vorbei, ob da jetzt schon irgendwas ist. Ich glaube nicht. Ich meine aber vorhin was gesehen zu haben, deswegen gucke ich da vorsichtshalber nochmal nach. Und falls nicht, gehe ich nochmal kurz zum Cyclops gucken, ob es da ist, was ich suche, die Stelle, die ich suche. Weil jetzt, wo ich das so auf der Karte sehe, doch, es kommt mir bekannt vor, dass es da vielleicht in der Umgebung sein könnte, eventuell. Ach, hier bergen schon wieder die Jungs. Viel Glück. Aber nee, beim Tower of Gods ist noch gar nichts. Ist einfach nur eine riesige freie Fläche, okay. Andererseits? Andererseits? Was ist das davon? Nee, das ist. Nee, wir werden jetzt genau drauf. Okay, dann ist das irgendwas anderes. Ah, dann ist das das Sieg-Sei. Ist das ein. Okay, Terry, do your thing. So mitten im. Nirgendwo, for real, auf der Map. Können wir noch nichts machen, weil wir oben das Dekoblatt brauchen, um über die Plattform zu kommen. Hier höchstens noch ein letzter Tower. Das könnte noch vielversprechend sein. Lasst mich hier schnell hochklettern. Ich gucke einfach mal, ob was passiert. Ach nee, ich nehme den Hammer dafür. Das dauert mit dem Schwert zu lang. Oh, wir wurden auch direkt auf 60 Bomben aufgefüllt, als wir den Bombenbeutel bekommen haben, den größeren. Das ist wundervoll. Oh, my back! Wie du den einfach voll auf den Rücken schlägst. Aber hier passiert auch nichts, ne? Nee, gar nichts. Wo ist das Boot? Da ist das Boot. Wehe, wehe, du fasst dieses Boot an, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du fasst nicht dieses Boot. Ist es das davon oder ist es eine andere Insel? Ist eine andere Insel, ne? Ja, okay. Joa. Dann nehmen wir den Tower da noch mit, dann machen wir einen Zwischenstopp bei der nächsten Insel, die kommt. Und machen dort dann das nächste Mal weiter. Ich mag die Gegner wirklich nicht, die komischen Propellerköpfe. Geh weg. Dann packen wir erneut den Hammer aus. Und das. Oh, er hat sein Mate gehauen. Was ein Trottel. Oh Gott. Das ist keine Bestleistung hier gerade. Er hat einfach sein Schwert im Teleskop drin gehabt, lol. Und dann call ich einfach mal, dass das die letzte Kiste für heute ist. Komm, gönn noch was Schönes. Noch so ein schönes Progressive Item, das wäre 100 Rubine, sind okay. Damit können wir fast das erste Item vom Premium Terry holen.
Und jetzt möglichst schnell weg von hier. Bevor ich gar nicht mehr aufs Boot komme durch die Gegner. Und dann machen wir erstmal einen Zwischenstopp beim Great Fish Island. Ja, doch. Hier gibt es auch noch eine Kiste, theoretisch, wo man von dem kleinen Spot hier links hinkommt. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, dafür brauchen wir das Main-Item in dem Game. Und zwar das Deku-Blatt. Und das haben wir immer noch nicht. Aber ey, wenigstens ein Schild gefunden. Das ist okay. Ist zwar kein Progressive-Item in dem Sinne, aber es ist was uns theoretisch weiterbringt. Oder was zumindest nicht useless ist, sagen wir es mal so. Ach stimmt, es könnte auch sein, dass wir die Deko-Quest noch machen müssen irgendwann. Ja, das ist okay. Es ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber ich habe ehrlich gesagt nichts gegen. Ich habe super Spaß mit dem Spiel. Okay, gut. Dann danke ich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch den nächsten Windfaker-Part mitbekommt. Und ja, nächstes Mal finden wir ein Progressive-Item. Hundertprozentig. Das verspreche ich euch hiermit. Ciao.